Es ist der 24. Mai 2005. Der Tag, auf den die Schüler der Mountain Brook High schon so lange hinfiebern. Der Abschlussjahrgang bekommt seine Zeugnisse und wird feierlich entlassen. Dementsprechend ist die Stimmung an der Highschool in Alabama ausgelassen. Die Jugendlichen sind mehr als erleichtert, ihren Abschluss in der Tasche zu haben. Das Ganze soll in den kommenden Tagen ordentlich gefeiert werden. Und zwar mit einer inoffiziellen Abschlussreise auf die Karibikinsel Aruba. Die Absolventen freuen sich auf 5 Tage Sonne, kühle Getränke und endlose Sandstrecken. Zu diesem Zeitpunkt kann niemand ahnen, welch tragische Wendung die Reise nehmen wird. Denn eine Schülerin des Abschlussjahrgangs wird von dieser Reise niemals zurückkehren. Krass. My beautiful, intelligent and outstanding daughter, who I haven't seen. Süß, Alter. Beste Katze, ich schwöre. Bruder, ich fühle mich mehr Mensch. Nicht deutsch, nicht libanesisch. Ich fühle mich mehr Mensch. Ich habe eine sehr hübsche Katze, wirklich. Ich schwöre, eine wirklich sehr hübsche Katze. For 36 days and for whom I will continue to search until I find her. So. Lass uns mal auf den Fall konzentrieren. Ja, das neue Katzenklo ist super, Chat. Super, super. Digga, sie hat ihre Tochter 36 Tage nicht gesehen. Zwei Tage nach der Abschlussfeier machen sich 124 Schüler der Mountain Brook High auf den Weg zum Flughafen. Sie können es kaum abwarten, in ihr Abenteuer zu starten. Für die Eltern gibt es nur wenig Grund zur Sorge. Zwar ist die Reise für sie zweifelsohne genauso aufregend wie für ihre Kinder, doch die Urlaubsinsel Aruba ist ein friedlicher Ort. Das ist kein Horror, Josh. Nein, es ist sehr spannend. Es ist so wie Thriller. Es macht Spaß zu gucken. Wirst du sehen. In den USA ist die Karibikinsel als Tourismusziel sehr beliebt. Oh, ist das wunderschön, Chat. Und hat einen guten Ruf. Die lokalen Bars sind wahrscheinlich die größte Gefahrenquelle für die Jugendlichen. Anders als in den USA ist Alkoholkonsum auf Aruba schon ab 18 Jahren erlaubt. Doch 7 volljährige Aufsichtspersonen haben sich bereit erklärt, mitzufliegen. Nein, auch einige Lehrer der Mountain Brook High sind bei der inoffiziellen Abschlussreise dabei. Sie haben sich dazu bereit erklärt, einmal täglich nach jedem Schüler zu sehen. Das dürfte die Gemüter aller Angehörigen erheblich beruhigt haben. Unter den Mitreisenden ist auch die 18-jährige Natalie Holloway. In ihrem Freundeskreis ist die junge Frau ein Garant für gute Laune und Spaß. Wie auch die meisten anderen Schüler der Mountain Brook High stammt sie aus einem gut situierten, mittelständigen Haushalt. Natalies Eltern sind voneinander getrennt, kommen aber gut miteinander aus. Auch zum neuen Mann ihrer Mutter hat die Teenagerin ein gutes Verhältnis. Sie geht zur Kirche, ist Teil eines Tanzteams und engagiert sich gemeinnützig. Natalie schließt ihre schulische Laufbahn mit Bestnoten ab. Sie hat sogar ein Vollstipendium für die Universität von Alabama. Umso mehr freut sie sich auf die wohlverdiente Auszeit auf Aruba. Ihre Mutter Beth setzt sie am Tag der Abreise beim Haus einer Freundin ab. Von dort aus geht es für die Teenagerin los zum Flughafen. Ich habe es noch nicht geguckt, nein. Natalies Mutter holt die Tasche ihrer Tochter aus dem Auto und gibt ihr einen Abschiedskuss. Es ist das letzte Mal, dass sie ihre Tochter sehen wird. Dieser Moment, du weißt nicht, dass du sie das letzte Mal siehst, das ist so krank. Die Reise nach Aruba verläuft problemlos. Sammy, mein Bruder, ciao, ciao, Habibi. Die Schüler sind im Hotel Holiday Inn untergebracht. Digga, diese Geräusche von dem, wie er die da integriert, das ist geisteskrank. Bringen sie allerdings nicht allzu viel Zeit. Die Tage der Jugendlichen sehen alle ähnlich aus. Sie wachen auf, essen etwas, machen sich fertig und verbringen viele Stunden am Strand. Auch ausgelassene Partys dürfen auf der Abschlussreise nicht fehlen. Wie auch die anderen Schüler trinkt Natalie täglich Alkohol. Trotz ihres Konsums gerät sie dabei nicht außer Kontrolle. Sie ist, wie auch die anderen, betrunken, benimmt sich aber nicht daneben und hat ihr Verhalten im Griff. Vor dem Rückflug in die USA macht sich ein Teil der Schülergruppe auf den Weg, um eine letzte Partynacht zu verbringen. Zunächst geht die Gruppe in ein Casino.
das sich direkt neben dem Holiday Inn befindet. Dort kommt Natalie mit einem jungen Mann ins Gespräch. Nein. Sie selbst spielt nicht, sondern schaut ihren Freundinnen zu, als sie von dem gut aussehenden jungen Mann angesprochen wird. Er ist Joran van der Sloot und ist 10 Jahre alt, also ein Jahr jünger als Natalie. Die Gruppe möchte bald weiterziehen und lädt Joran ein, mitzukommen. Es geht in eine Bar namens Carlos & Charlie's, im Zentrum der Hauptstadt von Aruba. Es ist der Ausflug, der Natalie Holloway zum Verhängnis wird. Das Carlos & Charlie's ist auf Aruba sehr beliebt. Viele junge Erwachsene gehen dort ein und aus. Auch unter 18-Jährige können sich recht einfach in die Bar schleichen. Digga, ich gucke alleine wie eine Eins. Zunächst ist Natalies Freundesgruppe allein dort. Joran, den sie kurz zuvor im Casino kennengelernt hatten, kommt bald nach. Er hat zwei Freunde dabei. Deepak und Satish Kalpo. Oh, das ist schon wieder so sass. Die beiden sind Brüder. Andrit, gute Nacht, Bruder. Ja. Die Teenager feiern einige Stunden ausgelassen zur Musik und trinken Alkohol. Auch ein Song von Natalies Lieblingsband Lynyrd Skynyrd wird gespielt. Die Stimmung ist bestens. Natalie hat ein paar Cocktails getrunken. Einen sonderlich berauschten Eindruck macht sie allerdings nicht. Immer wieder unterhält sie sich an diesem Abend mit Joran van der Sloot. Für ein paar Mitschüler sieht es aus, als würden die beiden flirten. Andere sind der Meinung, Joran würde sich an Natalie ranmachen. Sie würde ihn aber auf ihre sanfte Art abweisen. Um 1 Uhr schließt das Carlos & Charlie's. Und damit endet auch die Partynacht. Mann, es bewegt sich mal, wenn der Bildschirm komplett dunkel ist, dann will die Kamera immer so reinzoomen. Das ist es. Die Gäste strömen heraus und versuchen, ein Taxi zu erwischen, das sie nach Hause oder in ihre Hotels bringt. In dieser Hektik wird Natalie von ihren Freunden getrennt. Vor der Bar herrscht allerdings so eine Unruhe, dass diese davon gar nichts mitbekommen. Eine Mitschülerin kann noch sehen, wie Natalie sich mit Joran und den Kelpo-Brüdern ein Stück von der Bar entfernt. Dann klettert sie auf den Rücksitz eines silbernen Autos. Es gehört einem der beiden Kelpo-Brüder. Auch Joran und die beiden Brüder steigen ein. Es ist das letzte Mal. Fehler. Riesenfehler. Dass man Natalie Holloway sehen wird. Als ihre Freundinnen später hören, dass Natalie freiwillig in das Auto gestiegen sei, sind sie überrascht. Das passt überhaupt nicht zu ihr. Die Freundesgruppe hat sich nie getrennt. Would it be out of character for Natalie to voluntarily go into a car with three yes. boys that oh, yeah. she didn't. Yeah. That would be out of character. It frustrates me so much because I feel like as much as like we say that, no one believes us because you hear all that stuff. But from the bottom of my heart, that is extremely out of character and not something that Natalie Holloway would ever do. Krass, Digga, die formulieren und übersetzen das noch voll harmlos. Sie sagt from the bottom of my heart, Digga, überleg mal. Doch genau das hat Natalie gemacht. Ob sie freiwillig eingestiegen ist oder ob sie gezwungen wurde, weiß niemand. Doch eines steht fest. Als die Schüler sich am nächsten Morgen zur Rückreise versammeln, sind sie nur noch 123. Eine von ihnen fehlt. Natalie Holloway ist nach der Partynacht nicht nach Hause zurückgekehrt. Oh, Alter, ist das geisteskrank. Ja. Hart. Als ihre Mutter Beth davon erfährt, macht sie sich sofort auf den Weg nach Aruba. Das gleiche gilt für Natalies Vater. Der Pass von Natalie liegt in ihrem Zimmer, zusammen mit ihrem restlichen Gepäck. Wahrscheinlich hat sie die Insel also nicht verlassen. Zunächst macht das Mut. Theoretisch kann Natalie nicht weit sein. Um die anderen Schülerinnen und Schüler nicht zu beunruhigen, bekommen die Teenager nur bruchstückhafte Informationen. Bruder, hundertprozentig, Nico. Hundertprozentig. No front, aber was ist das für ein Schulausflug, wo man das null kontrolliert? Wäre als Elternteil, ich würde es niemals erlauben, glaube ich auch, Bruder. So was kannst du doch nicht erlauben in einem fremden Land. Da passieren halt so eine Sachen. Es gibt so kranke Menschen auf der Welt. Erst kurz vor dem Abflug sickert durch das Netz. Bruder, aber guck mal, was passiert jedes Mal. Die nicht mit zum Flughafen gefahren ist. Für Natalies Freundinnen ist das ein riesiger Schock. Erst zu Hause erfahren sie von ihren Eltern, dass die 18-Jährige vermisst wird. Nur eine der Aufsichtspersonen,
Ein Lehrer der Mountain Brook High ist auf der Insel geblieben. Während Beth unterwegs nach Aruba ist, fragt er im Hotel herum. Niemand dort hat Natalie gesehen. Also geht er zur Polizei und möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Doch auf Aruba gilt Natalie mit 18 Jahren als erwachsene Person. Sie darf sich frei auf der Insel bewegen. Die Polizei sagt dem Lehrer, es müssten mindestens 24 Stunden vergehen, bis man eine Anzeige stellen könnte. Wie auch Natalies Familie versuchen ihre Freundinnen alles in ihrer Macht Stehende, um Natalie schnell zu finden. Am Telefon erzählen sie Natalies Mutter Beth alles, was sie wissen. Gemeinsam rekonstruieren sie die letzten Stunden von Natalie. Ihre Spur endet im Carlson Charlies. Mehrere Anwesende bestätigen, dass Natalie in das Auto mit den drei jungen Männern gestiegen ist. Einer von ihnen ist Joran van der Sloot, der 17 Jahre alte Junge, mit dem Natalie schon zuvor im Casino gesessen hat. Er kommt ursprünglich aus den Niederlanden, ist aber als Kleinkind mit seinen Eltern nach Aruba gezogen. Er und die Kaipo-Brüder scheinen die letzten Personen gewesen zu sein, die Natalie Holloway gesehen haben. Das ist natürlich eine vielversprechende Spur. Am nächsten Tag schaltet Beth die Polizei ein, die die Vermisstenanzeige nun aufnimmt. Je schneller die Ermittler aktiv werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Natalie finden werden. Als erstes befragt die Polizei Joran van der Sloot. Joran ist in der Hauptstadt von Aruba bekannt. Sein Vater Paul arbeitet für die Regierung, ist Anwalt und soll bald eine Stelle als Richter antreten. Joran selbst ist oft im Nachtleben von Oranjestad unterwegs. Vor allem den Casinos verbringt er zahlreiche Nächte. Er kommt immer rein, obwohl er noch unter 18 ist. Aber da sein einflussreicher Vater ihn oft mit in die Spielhalle nimmt, drückt das Personal bei Joran ein Auge zu. Bei seiner Adresse treffen die Polizisten nicht nur Joran, sondern auch einen weiteren jungen Mann. Es ist Deepak Kalpo. Er und sein Bruder waren die beiden anderen Männer, die in dem Auto saßen, das Natalie eingestiegen ist. Digga, die haben doch safe was damit zu tun, ja, die anderen beiden. Zunächst erzählt Joran dem Beamten, er habe Natalie gesehen, wüsste ihren... Oh, er sieht ganz anders aus. Namen jedoch nicht. Doch Deepak korrigiert ihn noch während dieser Aussage. Er erinnert Joran daran, dass sie Natalie nach der Party im Carlos und Charlies mit zum Strand genommen hätten. Natalie wollte Haie beobachten. Haie beobachten nachts, alles klar. Joran stimmt mit in die Geschichte ein. Die Gruppe sei gemeinsam am Arashi Beach gewesen. Gegen 2 Uhr hätten die Jungs Natalie dann in ihrem Hotel abgesetzt. Beim Wegfahren hätten sie noch gesehen, wie Natalie von einem Mann angesprochen worden sei. Er habe die Security-Kleidung des Hotels getragen, weswegen die drei sich nichts dabei gedacht haben. Daraufhin wird die Suchaktion nach Natalie Holloway ausgeweitet. Sowohl Kräfte von Aruba als auch aus den Vereinigten Staaten sind im Einsatz. Doch es ist, als sei Natalie Holloway vom Erdboden verschluckt worden. Seit der Nacht auf den 30. Mai 2005 hat niemand die 18-Jährige gesehen. Das Medieninteresse an dem Fall ist enorm. Auf Aruba herrscht große Aufruhr. Normalerweise gibt es so Fälle nicht auf der kleinen Insel. Dass eine junge Frau aus den USA während einer Urlaubsreise verschwindet, schlägt in amerikanischen Formaten große Wellen. Auch die Umstände werden lebhaft ausgebreitet. Immer wieder wird dabei Natalies Alkoholkonsum während der Reise diskutiert. Während Alkoholkonsum in den USA erst ab 21 Jahren erlaubt ist, durfte Natalie als 18-Jährige auf Aruba bereits legal trinken und Bars besuchen. Der Chefermittler von Aruba gibt zu bedenken, dass die junge Natalie vermutlich stark betrunken gewesen sei. Die Menge Alkohol hätte sie in einer ungewissen Situation töten können. Ach, dieser Alkohol-Chat, was soll man dazu sagen, Bruder? Finger weg von, stell dir mal vor, das hat wirklich ihr das Leben gekostet. Stellt euch mal das vor. Das ist so krank. Insbesondere, wenn sie noch andere Substanzen verwendet hätte. Obwohl über dem Verschwinden der Teenagerin der Verdacht schwelt, sie könnte ermordet worden sein, ermittelt die Polizei in eine andere Richtung. Vielleicht sei Natalie infolge ihres Alkoholkonsums verstorben, habe einen Schock oder einen Herzstillstand bekommen. Wer auch immer bei ihr gewesen ist, könnte darüber so erschrocken gewesen sein, dass er ihren Leichnam versteckt habe, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Boah, Digga, wie gruselig, ja. Die populärste Theorie ist, dass Natalies Leiche im offenen Meer entsorgt wurde. Doch bei Versuchen der Küstenwache geht diese Theorie nicht ganz auf. Die Spezialisten verwenden einen Körperdummy, um zu prüfen, ob Natalies Leichnam auf das offene Meer getrieben worden sein könnte.
Doch bei jedem der zahlreichen Versuche kommt man zum selben Ergebnis. Der Dummy treibt aufgrund der Strömung immer wieder zum Meeresufer zurück. Alter. Erst als das Team 2 Meilen weit mit einem Boot herausfährt, treibt der Dummy vom Ufer weg in Richtung des offenen Ozeans. Allerdings wird der Bootsverkehr vor der Küste Arubas überwacht. Jedes einzelne Boot oder Schiff wird auf einem Radar erfasst, das von der Polizei geführt wird. Sehr gut, Maurice, Junge. Sehr, sehr gut, Maurice, Junge. Und nach Natalies Verschwinden konnte keine verdächtige Sichtung festgestellt werden. Die Polizei geht nun davon aus, dass der Leichnam der Schülerin irgendwo auf Aruba vergraben ist. Möglicherweise sei die Leiche auch mehrmals umgebettet worden. Schon bald gibt es verschiedene Gerüchte zu Natalies Konsum auf der Reise. Immer wieder wird das Verhalten der Teenagerin kritisiert. Insbesondere konservative Medien verbreiten die These, Natalie hätte nicht trinken sollen, um sich selbst zu schützen. Eine Freundin von Natalie erinnert sich an Gespräche mit anderen Mitreisenden. Ein paar Leute aus dem Hotel, die nicht zur Reisegruppe gehörten, sollen ein paar der Jugendlichen Drogen angeboten haben. Natalie sei jedoch nicht dabei gewesen. Ihre Mutter Beth ist empört über die Diskussion, ob der Alkoholkonsum ihrer Tochter etwas zum Verschwinden der 18-Jährigen beigetragen haben könnte. Für sie zählt nur, ihr Kind wieder nach Hause zu bringen. I'm certain they were drinking. We never even tried to say that they weren't. But I have to ask myself, you know, should that cost her life? No, it shouldn't. Am 5. Juni 2002 Personen im Zusammenhang mit dem vermissten Fall Natalie Holloway festgenommen. Es handelt sich um 2 Security Guards eines benachbarten Hotels des Holiday Inn. Das könnte bedeuten, dass diese beiden Männer auf Basis von Joran van der Sloots Aussage festgenommen wurden. Denn dieser hatte ja angegeben, Natalie am Holiday Inn abgesetzt zu haben. Dort sei sie dann von einem Mann in Security-Kleidung angesprochen worden. Nur eine Woche später kommen die beiden Männer wieder frei. Offenbar hat sich der Verdacht gegen sie nicht erhärtet. Sag auch niemals. Es bleibt jedoch nicht bei diesen beiden Festnahmen. 10 Tage nach Also natürlich, alle Menschen sind nicht gleich, aber gerade auf so ärmeren Inseln oder sowas, da haben die Security und so die Hotelarbeiter immer massiven Respekt so vor anderen Menschen. Also wisst ihr, was ich meine? Natalies Verschwinden werden Joran van der Sloot und die Kalpo-Brüder verhaftet. Aufgrund der Rechtslage können die 3 jungen Männer wegen des bloßen Verdachts, sie könnten mehr über den vermissten Fall wissen, festgenommen werden. Die Polizei von Aruba muss ihnen allerdings schnellstmöglich etwas nachweisen. Sollte sich auch gegen Joran und die Kalpo-Brüder der Verdacht nicht erhärten, werden die Behörden gezwungen, die 3 ebenfalls wieder auf freien Fuß zu setzen. Man durchsucht ihre Häuser und das Auto von Deepak Kalpo, in dem die Gruppe in der Nacht von Natalies Verschwinden davongefahren sein soll. Kurz nach Joran und den Kalpo-Brüdern wird ein 4. Mann namens Steve verhaftet. Er soll einen der beiden Brüder sehr gut kennen und wird nun ebenfalls verdächtig für Natalies Verschwinden verantwortlich zu sein. Auch Joran van der Sloots Vater Paul wird festgenommen. Digga, die sehen gefühlt alle so sass aus, ich schwöre. Was genau zur Festnahme von Steve und Jorans Vater geführt hat, ist bis heute nicht bekannt. Womöglich handelt es sich auch bei diesen Maßnahmen um Verdachtsfestnahmen. Jorans Vater soll seinem Sohn und den Kalpo-Brüdern allerdings einige Tipps gegeben haben. Er ist selbst Jurist und ein einflussreicher Mitarbeiter der Regierung von Aruba. Sowohl er als auch Steve werden nach nur wenigen Tagen wieder freigelassen. Auch 2 weitere Verdächtige werden erst intensiv befragt und nach einigen Tagen wieder entlassen. Beide sind niederländische Staatsbürger, ebenso wie Joran. Einer von beiden soll etwas mit Rauschgifthandel zu tun haben. Der andere ist, wie auch Joran, Sohn eines Politikers auf Aruba. Ja, ich ziehe mir ganz kurz so eine Brille an, die habe ich von Abu geschickt bekommen. Ich schwöre, meine Augen mit diesem Blaulicht-Dings da fehlt da drauf, oder was das da ist. Digga, sag mir jetzt nicht, ich sehe komisch aus, ich schwöre. Nervt jetzt nicht mit euren Kommentaren, ich schwöre. Ich mache das wegen meiner Gesundheit, ich schwöre. Meine Augen tun weh, ich schwöre auf alles. Ich mein's wirklich ernst. Lacht jetzt nicht schon so. Ich mein's ernst, Digga. Bruder, ich schwöre, meine Augen tun mies weh. Ich mein, Mann, Digga, ich schwöre bei Gott, ich mein's ernst.
Ich schwöre bei Gott, meine Augen tun weh. Und das hilft mir. Das ist die habe ich von Abo geschickt bekommen. Die hat so einen Filter oder sowas drauf. Und die soll gut sein. Doch beiden Männern kann keine Beteiligung an einem Verbrechen gegen Natalie nachgewiesen werden. Die Ermittler konzentrieren sich wieder auf Joran van der Sloot und die Kalbus. Die jungen Männer werden also noch einmal eingehend befragt. Immer wieder verstricken sich alle drei dabei in Widersprüche. Ja, genau, Blaulichtfilterbrille, genau. Das ist es. Oder macht man die danach erst drauf? Ich weiß es nicht. Wann behaupten die beiden Brüder hätten Joran und Natalie allein am Strand abgesetzt? Er und Natalie hätten am Strand miteinander geredet und seien sich ein bisschen näher gekommen. Dankeschön, Jungs. Joran habe sich aber dazu entschieden, nach Hause zu gehen. Deepak Kalpo habe ihn mit dem Auto wieder abgeholt. Natalie habe er einfach allein am Strand zurückgelassen. Digga, also einer von den dreien hat 100% was damit zu tun. Safe, safe, safe. Diese Aussage an sich ist schon merkwürdig genug. Sie ist allerdings noch unglaubwürdiger, wenn man bedenkt, dass Joran ja zuvor behauptet hat, Natalie am Hotel abgesetzt zu haben, wo sie vom Security Guard angesprochen worden sei. Für die Polizei von Aruba ist klar, dass etwas an der Geschichte von Joran und den Kalpo-Brüdern nicht stimmt. Das Problem, die Ermittler können den drei nichts nachweisen. Gegen die drei jungen Männer gibt es einfach keine handfesten Indizien. Kamera oder irgendwas? Die Kalpo-Brüder werden bereits im Juli 2005 freigelassen. Offenbar vermutet die Polizei von Aruba in Joran van der Sloot den Schlüssel zum rätselhaften Verschwinden von Natalie Holloway. Bei der Hausdurchsuchung bei den Kalpos sind die Ermittler zudem auf Hinweise gestoßen. Von Deepaks Computer wurden um etwa 3 Uhr in der Nacht von Natalies Verschwinden einige Chatnachrichten versendet. Joran behauptet, um diese Zeit hätte Deepak ihn am Strand abgeholt. Das kann laut den Nachrichten aber nicht sein. Deepak war zu Hause. Daraufhin erzählt Joran wieder eine andere Version seiner Story. Er behauptet, es sei nicht Deepak, sondern Satej Kalpo gewesen, der ihn abholte. Deepak sagt allerdings, Satej hätte um 3 Uhr nachts schon längst geschlafen. Kurz darauf sagen die Kalpo-Brüder, sie hätten anfangs wissentlich gelogen, um Joran zu schützen. Schließlich sei er ihr Freund. Doch die beiden möchten nicht länger für ihn lügen. Sie wüssten, dass er irgendetwas angestellt haben muss. Wow. Also entweder die gehen jetzt beide auf ihn, weil die denken, sie kommen damit raus. Wow. Kari, morgen, mein Bruder. Natalies Familie sucht weiterhin mit allen Kräften nach der 18 Jahre alten Schülerin. Während sie eigentlich ihr Studium hätte antreten sollen, ist nun nicht einmal mehr klar, ob Natalie noch lebt. Unterdessen wächst der Unmut in der Bevölkerung der Insel. Die Tourismusbranche auf Aruba leidet sehr unter dem Verschwinden von Natalie. Die Buchungen gehen um 7% zurück. Natalies Mutter Beth hatte sogar explizit zum Boykott der Insel aufgerufen, bis Natalie gefunden wird. Das missfällt natürlich den Einwohnern, denn der Tourismus ist für die Wirtschaft der Insel essentiell. Während die Bevölkerung von Aruba sehr schön, ja. Aruba die Suche nach Natalie zunächst nach Kräften unterstützt hatte, wendet sich nun das Blatt. Dabei hilft auch nicht, dass Natalies Mutter die Kalpo-Brüder, die auf Aruba geboren sind, nein, Bruder, schaffe ich nicht. Bis Sahur. Amra alaikum salam, Bruder. Als Kriminelle bezeichnet, obwohl es gegen die beiden keine konkreten Hinweise gibt. It is now that I ask the world to help me. Two suspects were released yesterday who were involved in a violent crime against my daughter. Help me by not allowing these two to get away with this crime. Ein weiterer Eklat trägt sich in der US-amerikanischen Talkshow Dr. Phil zu. Dort wird ein Videotape gezeigt. Es soll die Kalpo-Brüder dabei zeigen, wie sie ihre Beteiligung an dem Mord an Natalie Holloway gestehen. Auch Natalies Mutter Beth ist in der Sendung zu Gast. Doch das Videotape, das Dr. Phil ausstrahlt, wurde manipuliert. Die Aussagen der Kalpo-Brüder wurden so zusammengeschnitten, dass sie wie ein Geständnis klingen. Obwohl die beiden in der Originalaufnahme mit keinem Wort zugegeben haben, irgendetwas mit Natalies Verschwinden zu tun zu haben. Die Ausstrahlung der Talkshow gießt nur weiteres Öl ins Feuer, obwohl sie eigentlich nur hätte helfen sollen. Wenn Natalies Mutter auf Aruba auftritt, gibt es sogar Protestaktionen gegen sie.
Immer mehr Bewohner der Insel schlagen sich auch auf Joran van der Sloots Seite. Immerhin gäbe es gegen ihn keine konkreten Hinweise. Nach dem Skandal um die Dr. Phil-Sendung ist das Vertrauen in die US-amerikanischen Medien und die Ermittler verschwindend gering. Die Polizei von Aruba wirft den Holloways vor, mit ihren medialen Auftritten die Ermittlungen zu behindern. Voll! Natalies Familie. Ich weiß, aber die sind da. Boah, Leute, die sind in diesem Moment. Sind die einfach baff, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen nicht weiter, Chat, das dürft ihr nicht vergessen. Die sind ratlos. Wisst ihr, was ich meine? Ich nehm's dir nicht übel, weil, Digga, deren Tochter ist weg. Vergiss das nicht. Aber ja, es wirft noch mehr Feuer in das Ding, ja. Stimmt. Familie wiederum hält der Polizei vor, nicht genug zu ermitteln. All das hindert Beth nicht daran, weiter nach Antworten zu suchen. Sie setzt sich sogar mit Joran van der Sloots Eltern an einen Tisch. Sie sagt, Jorans Mutter habe während des gesamten Gesprächs heftig geweint. Jorans Vater hingegen sei sehr kühl gewesen. Als Beth das Haus der van der Sloots nach der Unterhaltung verlässt, ist sie sich sicherer denn je. Diese Familie hat etwas zu verbergen. Die van der Sloots wissen, was mit ihrer Tochter Natalie geschehen ist. Ich sag euch ehrlich, eine Mutter kann sowas eingehen. Also eine Mutter spürt sowas oft, ne? Wirklich. Ob's jetzt hier ist, aber es ist oft so, ich schwöre. Digga, warum ist die Tür auf einmal auf? Tür war auf einmal auf, ich schwöre. Joran kommt. Der Rische. Tatsächlich bewegt sich in dem Fall kaum etwas. Joran van der Sloot wird zwar immer wieder befragt, doch aus ihm ist einfach nichts herauszubekommen. Er macht nur immer wieder neue vage Andeutungen, die die Polizei zwar auf eine Spurensuche schicken, doch jedes Mal kehren die Ermittler mit leeren Händen zurück. Währenddessen melden sich weitere junge Frauen bei der Polizei. Mindestens 3 Mädchen geben an, von Joran missbraucht worden zu sein. Nachgewiesen werden kann das allerdings nicht mehr. Im September 2005 wird auch der Hauptverdächtige Joran freigelassen. Es ist einfach nicht möglich, ihm ein Verbrechen nachzuweisen. Nach seiner Freilassung kehrt Joran in die Niederlande zurück. Während seiner Zeit in Untersuchungshaft ist ihm die mediale Brisanz des Falls möglicherweise gar nicht bewusst gewesen. Doch nun bemerkt der Verdächtige, wie groß das Medieninteresse ist. Es ist so groß, dass Joran van der Sloot sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschließt. Er vereinbart einen Interviewtermin mit einem großen US-amerikanischen Fernsehsender. Oh, Bruder, das ist sehr, sehr, sehr riskant, falls er was damit zu tun hat. Bereitwillig lässt er sich zu seinen Erfahrungen und seiner Zeit in Haft befragen. Er behauptet, Natalie habe in der Nacht ihres Verschwindens mit ihm schlafen wollen. Joran habe das aber nicht gewollt. Nach einigen Überredungsversuchen habe er sie dann allein am Strand zurückgelassen. Er gibt an, er habe sich sehr dafür geschämt, die 18-Jährige in der Nacht ganz allein in einem für sie fremden Land am Strand zurückzulassen. Das wäre auch der Grund gewesen, warum er sich die Lüge mit dem Security Guard vor dem Hotel ausgedacht habe. Die Vehemenz, mit der Natalies Familie eine Anklage gegen ihn fordert, kann er nicht verstehen. They show up at our house. Screaming, cussing. I mean, the way they were putting pressure on us, which just made us want to lie more because we seemed like we were in big trouble. Even though they may have been hostile toward you, they were searching for a girl who hasn't been found. They were searching for a girl that wasn't found, but. And you lied to them about it. And I lied to them about it, but the how they acted towards my family, and. And my friends, it's not a normal way that normal parents would go about if their daughter was missing. Diese heftig. Version der Geschichte ist nur eine von vielen, die Joran erzählt. Aber er erinnert immer seine Geschichte auch ganz komisch. Natalies Freundinnen können sich nicht vorstellen, dass sie mit sexuellen Absichten mit Joran mitgegangen ist. Vor ihrem Verschwinden hatte Natalie nie einen Freund gehabt. Sie hat zwar für einen Jungen... Das macht keinen Sinn. ...aus der Schule geschwärmt, doch ihre Freundinnen beschreiben sie als zu unschuldig, um den Jungen überhaupt anzusprechen. Ja, nee, sie ist nicht eine, die sowas macht, das ist ernst. Dass sie einfach so mit einem dahergelaufenen Typen am Strand schlafen möchte,
passt absolut nicht zu Natalie Holloway. Nach Jorans Freilassung gibt es noch eine Razzia im Haus seiner Familie. Zwar werden einige persönliche Gegenstände des Vaters beschlagnahmt, doch diese führen zu keinen Ermittlungsergebnissen. Auch das Haus der Culpo-Brüder wird wieder durchsucht. Dieses Mal aber ohne neue Erkenntnisse. 2007 veröffentlicht Joran van der Sloot sogar ein Buch über seine Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Fall Natalie Holloway. Er gibt weitere Interviews und versucht, seinen Namen reinzuwaschen. Doch das gelingt... Ebe, danke schön für 2 Monate, mein Bruder. Vielen, vielen Dank. Der zweite, der wichtigste. Dem nie so ganz. Nach der Buchveröffentlichung vergehen nur wenige Monate, bis Joran van der Sloot erneut festgenommen wird. Ebenso wie die Culpo-Brüder. Doch aus Mangel an Beweisen müssen alle 3 erneut freigelassen werden. Digga. Die Fallakte Natalie Holloway wird geschlossen. Wow. Die Polizei kommt einfach nicht weiter. Krank. Bruder, überleg mal, sie ist einfach spurlos verschwunden. Das muss mir mal jemand erklären. Die ist einfach spurlos verschwunden. Einfach auf einer Insel, sie wird nicht mehr gesehen. Wie krank ist das? 2008 verwickelt sich ein niederländischer Journalist in den Fall. Einfach weg, spurlos verschwunden. Von einer Nacht zum anderen Tag. Das ist so krank, wenn man sich das mal überlegt. Auf einer kleinen Insel. Das ist ein Menschenleben. Ein Körper. Boah. Nisch, alaikum salam. Ich bin gespannt, was am Ende hierbei rauskommt, ne? Peter de Vries behauptet, ein Geständnis von Joran van der Sloot vorlegen zu können. Er hatte einen Inkognito-Mann auf Joran angesetzt, der ihm vor versteckten Kameras die Wahrheit entlocken sollte. Über Monate hat sich der verdeckte Journalist Joran angenähert, bis er tatsächlich beginnt, über den Fall zu sprechen. Joran erzählt, er sei mit Natalie allein gewesen, als sie plötzlich krampfartige Anfälle bekommen habe. Er habe noch versucht, sie wiederzubeleben, doch Natalie sei plötzlich verstorben. Ein Freund habe dann für ihn den Leichnam beseitigt. What the fuck? Was für eine Wendung! ...bekommen habe. Er habe noch versucht, sie wiederzubeleben, doch Natalie sei plötzlich verstorben. Ein Freund habe dann für ihn den Leichnam beseitigt. Zunächst ist der Rummel um diese Meldung groß. Dieses Geständnis könnte das fehlende Puzzleteil in dem Fall sein. Krank. Doch leider ist die Hoffnung vergebens. Zuerst stellt sich heraus, dass der besagte Freund zum Zeitpunkt von Natalies Verschwinden gar nicht auf Aruba war, und dann kommt es zu einem noch größeren Desaster. Der Mann, den Journalist Peter de Vries als Inkognito-Spion auf Joran angesetzt hat, hat selbst Dreck am Stecken. Er ist seit Jahren mit Joran befreundet. Außerdem gerät er selbst mit dem Gesetz in Konflikt, nachdem er seine Freundin mit einem Brecheisen geschlagen haben soll. Was? What the fuck, Digga? Ich schwöre, Plot Twist, ja, Digga, da kommt einer nach dem anderen. Was? Der vermeintliche journalistische Coup wird zu einer medialen Katastrophe. Digga, der Linke kommt mir richtig bekannt vor. Ich schwöre, als ob er so Ex-Profi ist, Fußballer. Kommt mir übertrieben bekannt vor. Katastrophe. Wenige Monate später tischt Joran wieder eine neue Story auf. Olle, er nervt mies ab mit seinen die ganze Zeit immer Geschichte ändern. Er scheint Gefallen daran gefunden zu haben, Journalisten immer neue Geschichten über das Verschwinden von Natalie Holloway zu erzählen. Gegenüber Fox News breitet er aus, er habe Natalie als Sexsklavin an einen Menschenhändlerring verkauft. Sein Vater Paul habe ihm dabei geholfen, Natalie nach Venezuela zu verschiffen. Um diese Story glaubwürdig wirken zu lassen, soll er sogar ein Telefonat zwischen sich und seinem eigenen Vater gefaked haben. Was? Joran van der Sloot spielt sein perfides Spiel in den Medien immer weiter. Über Jahre hinweg. Er behauptet mehrmals, er wisse, wo Natalies Leiche versteckt sei. Immer wieder spricht er mit Journalisten, die er im Vorfeld selbst kontaktiert hat. Doch er macht nie konkrete Angaben, die der Polizei weiterhelfen könnten. Wenn er dafür kritisiert wird, räumt er einfach ein, gelogen zu haben. Bruder, du kannst doch nicht so oft... ...deine Geschichte ändern, hä? Maybe I should ask you, what do you ultimately want out of this?
I guess for it just all to be over, for just, yeah, that's it. Just for me to be able to get on with everything and feel okay. That's what I ultimately want out of it. And I know if you guys look into this, that you're going to find out. I think with definitely with everything I gave, if you really go and look into it, you're going to find, stumble across something that will get you more answers. I'm sure about it. I know it. 2010 verschickt er eine Mail an den Anwalt von Beth, Natalies Mutter. Darin schreibt er, sei nun bereit zu verraten, wo Natalie Holloways Leichnam versteckt sei. Wieder einmal erzählt er in der Mail eine neue Version der Geschehnisse. Natalie und er seien auf einem Date gewesen. Als er gehen wollte, habe sie ihn angefleht, noch zu bleiben und ihn dabei festgehalten. Digga, ich glaub da an gar nichts mehr, wisst ihr, wa? Joran habe Natalie dann von sich gestoßen. Dabei sei die 18-Jährige gestürzt und mit dem Kopf auf einem Stein aufgeschlagen. Sein Vater Paul habe geholfen, Natalies Leiche zu vergraben. Ich schwöre, irgendeiner hat es geschrieben. Dass der Vater, weil er so selber weiß, wie es läuft, er hat ihm geholfen. Wow. Sie würde im Fundament eines Hauses der Familie liegen. Den genauen Ort auf einem Grundstück der Van der Sloots würde er Beth zeigen. Doch zunächst erwarte er eine Zahlung in Höhe von 250.000 US-Dollar. Beth und ihr Anwalt beschließen, das Ganze zu riskieren. Sie verhandeln mit Joran. Beth zahlt ihm 25.000 Dollar aus. Die restlichen 225.000 Dollar soll er bekommen, sobald er sein Versprechen eingelöst hat. Doch vielleicht denkt ihr es euch schon, das passiert nie. Oh mein Gott. Diese Geschichte ist auch wieder erfunden. Oh mein Gott. Was für ein Buzzy. Das Haus wurde gar nicht in dem Zeitraum gebaut, als Natalie verschwand. Joran van der Sloot hat wieder gelogen und mit den Gefühlen einer suchenden und trauernden Mutter gespielt. Mit diesem Schachzug hat er sich aber definitiv strafbar gemacht. Immerhin hat er versucht, 250.000 US-Dollar von Natalies Mutter zu erpressen. Doch bevor er sich dafür verantworten kann, geschieht etwas anderes. Bitte, 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 bitte den Fehler. What do the FBI profilers tell you about Joran van der Sloot's psychological profile? Well, they use the word sociopath and the fact sociopath. That he was capable of lying about basically everything. Pathological liar. Yes. Yes. Krass. Sociopath, Digga. Im Juni 2010 herrscht in der peruanischen Hauptstadt Lima große Aufregung. Die 21 Jahre alte Stephanie Flores ist verschwunden. Sie ist die Tochter eines ehemaligen Präsidentschaftskandidaten. Die Angst, dass sie entführt worden sein könnte, ist riesig. Doch von Stunde zu Stunde leben. Hey, warte mal. Im Juni 2010 herrscht in der peruanischen Hauptstadt Lima große Aufregung. Die 21 Jahre. Was hat das denn Verschwinden in Lima damit zu tun? Wo ist denn da jetzt bitte der Zusammenhang, hä? Jahre alte Stephanie Flores ist verschwunden. Sie ist die Tochter eines ehemaligen Präsidentschaftskandidaten. Die Angst, dass sie entführt worden sein könnte, ist riesig. Doch von Stunde zu Stunde legt sich eine andere Befürchtung über die Szenerie. Es geht keine Lösegeldforderung ein, kein Anruf, kein Erpresserschreiben, nichts. 3 Tage nach ihrem Verschwinden wird der Leichnam der jungen Frau gefunden. Er liegt in einem Hotelzimmer in Lima. Das Zimmer ist auf einen niederländischen Mann gebucht. Joran. Sein Name ist Joran van der Sloot. Auf den Überwachungsaufnahmen des Hotels ist zu sehen, wie die beiden in ein Hotelzimmer gehen. 4 Stunden später verlässt Joran das Hotel allein. Er trägt ein anderes Shirt als zuvor und hat 2 Taschen dabei. Digga, willst du mir sagen, er hat sie in der Tüte drin? Nein, oder? Nein, oder? Wieder einmal ist Joran van der Sloot in einem Mordfall der Hauptverdächtige. Doch wo hat Stephanie diesen Mann überhaupt kennengelernt? Ihre Familie erfährt, dass Stephanie sich am Abend ihres Verschwindens in einem Casino aufgehalten haben soll. Junge, lockt er die Frauen vom Casino raus? Willst du mich verarschen? Treiber hält die Familie die Erlaubnis, die Überwachungstapes anzusehen. Und tatsächlich,
Stephanie Flores auf den Videoaufnahmen ganz eindeutig zu erkennen. Sie kommt mit einem jungen Mann ins Gespräch und setzt sich zu ihm. Schließlich verlassen die beiden das Casino durch die Ausgangstür. Stephanies Mutter gibt also den Namen des jungen Mannes bei Google ein. Was sie findet, sind unzählige Berichte, Artikel und Videoclips über den Mann, in dessen Hotelzimmer ihre tote Tochter gefunden wurde. Joran van der Sloot ist der Hauptverdächtige im vermissten Fall Natalie Holloway. Und das, was sie auf den Videotapes sieht, ähnelt auf gespenstische Weise dem, was über das Kennenlernen von Joran und Natalie bekannt ist. Was für ein Huhn. Als Joran van der Sloot von der Polizei verhört wird, bestreitet er vehement, irgendetwas mit Stephanies Tod zu tun zu haben. Doch nach 5 Tagen knickt er ein. Er gesteht den Mord an der jungen Frau. Bastard. Joran behauptet, die beiden hätten im Hotelzimmer auf seinem Laptop Online-Poker gespielt. Dann sei auf seinem Desktop eine Benachrichtigung aufgetaucht. Genau in diesem Moment habe er eine Drohnachricht bekommen, wie sie ihn seit seiner Beschuldigung unzählige erreicht haben. Seit Natalie Holloways Verschwinden bekommt er diese Nachrichten immer wieder. In der, die während der Pokerrunde mit Stephanie auftauchte, habe gestanden: Ich werde dich umbringen, du kleiner Mongoloid. Joran van der Sloot erzählt dem Beamten, Stephanie habe ihn daraufhin gefragt, was diese Nachricht zu bedeuten habe. Also habe er ihr von dem Fall Natalie Holloway und den Verdächtigungen gegen ihn erzählt. Stephanie habe ihn nach diesen Erzählungen ins Gesicht geschlagen. Daraufhin habe er rot gesehen. Er habe die Kontrolle über sein Handeln verloren und habe nicht gewusst, was er da tat. Der ist krank, der ist absolut krank, der Typ. Joran behauptet, er sei durch all die Anschuldigungen bezüglich Natalies Verschwinden so traumatisiert, dass er in einer Art Kurzschlussreaktion gehandelt habe. Laut dem Vernehmungsprotokoll gibt Joran zu, seinen Ellbogen in Stephanies Gesicht gerammt zu haben. Ich sage auch, er hat's geplant, 100%. Stimmt nicht ganz die Geschichte. Daraufhin habe sie stark zu bluten begonnen und sei bewusstlos geworden. Er sagt: Da war überall Blut. Was hätte ich tun sollen? Ich hatte Blut auf meinem Hemd. Es war auch Blut auf dem Bett, also nahm ich mein Hemd und drückte es auf ihr Gesicht, bis ich Stephanie getötet hatte. Dieser Prozess soll etwa 1 Minute lang gedauert haben. Ganze 60 Sekunden, in denen er jederzeit hätte aufhören können. Doch das tat er nicht. Und so starb die erst 21 Jahre alte Stephanie. Krank. Vor dem Gericht in Peru wird Joran van der Sloot wegen des Mordes an Stephanie Flores verurteilt. Die Tat hat er am 30. Mai 2010 begangen. Auf den Tag genau 5 Jahre nach dem Verschwinden von Natalie Holloway. What? Was? Digga, auf den Tag genau, Chat. Auf den Tag genau. Was? Joran van der Sloot soll in Peru eine Haftstrafe in Höhe von 28 Jahren absitzen. Natalies Eltern sind erleichtert zu wissen, dass er endlich hinter Ich glaube, sogar dort Gefängnis ist viel, viel schlimmer als woanders. Gerade in so ärmeren Ländern. Ist. Gleichzeitig sitzt der Schmerz unverändert tief. Noch immer hat er nicht über den Fall Natalie Holloway ausgepackt. Und noch immer weiß die Familie nicht, was mit dem 2005 verschwundenen Mädchen passiert ist. Joran selbst bezeichnet die Arbeit der Polizei spöttisch als eine der schlechtesten Ermittlungen aller Zeiten. Boah, guck mal, was er sagt. Ist das geisteskrank. Die Polizei sei einfach nie in der Lage gewesen, ihm die richtigen Fragen zu stellen. Ist das krank. 2012 wurde Natalie Holloway offiziell für tot erklärt. Der Fall verschwindet während all der Zeit nicht aus den Medien. 2017 wird eine neue Dokumentation zu dem Fall produziert. Darin meldet sich erstmals ein Mann namens John Ludwig zu Wort. Er behauptet, ein alter Freund von Joran van der Sloot zu sein. Gemeinsam hätten die beiden 2010 Natalies Leichnam auf Aruba ausgegraben. Joran habe ihm $1,500 dafür gegeben, dass er Natalies Knochen zermalt und sie entsorgt. Er habe die Knochenreste mit denen eines Hundekadavers vermischt und in einem Krematorium verbrennen lassen.
Natalies Mutter Beth verklagt allerdings die Macher der Dokumentation. Sie sagt, der Film sei reißerisch und geskriptet. Und die Aussagen von John Ludwig seien aus purer Sensationslust entstanden. Doch bevor wegen der vermeintlichen Falschaussage gegen John Ludwig ermittelt werden kann, kommt es zu einer der bizarrsten Wendungen im Fall Natalie Holloway. John Ludwig says he helped Joran Vandersloot do away with Natalie Holloway's body, cremate Natalie Holloway's body. But Ludwig himself was killed today here in Northport, adding another twist to this infamous case. John Ludwig ist also tot. Ermordet wurde er von seiner Ex-Freundin. Er hatte ihr vor ihrem Haus aufgelauert und versucht, sie in sein Auto zu zerren. Dabei habe John Ludwig die junge Guck mal, passt perfekt, wir sind fast fertig. Frau mit einem Messer bedroht. Im Kampf ist es ihr gelungen, das Messer an sich zu reißen. Aus Notwehr hat sie zugestochen und Ludwig so tödlich verletzt. Während all das passiert, sitzt Joran noch immer in Peru seine Haftstrafe ab. Die Suche nach Natalie geht währenddessen weiter. Und vielleicht ist man heute näher denn je an der Wahrheit. Denn seit 2023 gibt es wieder Bewegung im Fall Natalie Holloway. Krass, Alter. Seitdem Joran van der Sloot in Peru Stephanie Flores ermordet hat, sind inzwischen 13 Jahre vergangen. Er hat dort im Gefängnis geheiratet, seine Tochter bekommen und sich wieder scheiden lassen. Was? Jorans Anwalt sagt, er habe sich nun für eine jüngere und hübschere Frau entschieden. Doch inwiefern er diese neue Beziehung ausleben können wird, ist fraglich. Denn im Juni 2023 wird Joran van der Sloot aus Peru an die USA ausgeliefert. Wow. Dort läuft noch das Verfahren wegen der Erpressung und des Betrugs von Natalies Mutter Beth. Eine erste Anhörung hat im Juni 2023 stattgefunden. Joran plädiert auf nicht schuldig. Das Verfahren läuft zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch. In jedem Fall wird Joran nach dem abgeschlossenen Verfahren wieder zurück nach Peru geschickt. Dort wird er den Rest seiner 28 Jahre langen Haftstrafe wegen des Mordes an Stephanie Flores absitzen. Ich schwöre dir, du verdammtes Arschloch, du. Genau richtig so. Es bleibt zu hoffen, dass Joran im Rahmen des Verfahrens in den USA doch noch über den Fall Natalie Holloway zu reden beginnt. Und dass er dieses Mal die Wahrheit sagt. What would you say to Natalie, if you were still able to speak to her? If I were to say her, if I if she were to be found tomorrow, I think I'd hate her. I'd hate her and I'd Was? Hate her. Yes, I'd hate her. If she really ran away from home, if she did something Oder like that, I'd hate her. Das ist ein ganz kranker Typ, ein ganz 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 kranker Mensch. Ein ganz 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 kranker Mensch, Chad. Bis heute tritt Natalies Mutter Beth regelmäßig auf, gibt Interviews und spricht über den Fall ihrer Tochter. Auch Natalies Freundinnen geben hin und wieder Interviews. Ihnen ist es wichtig, für Gerechtigkeit für Natalie zu kämpfen. Dennoch wünschen sie sich, dass mehr über sie geredet wird, als über den Mann, der mutmaßlich für ihren Tod verantwortlich ist. Ihre Freundinnen möchten, dass man sich an Natalie erinnert. An das Mädchen, das davon träumte, Ärztin zu werden, die Band Lynyrd Skynyrd liebte und es kaum erwarten konnte. Überleg mal, Chad, wegen kranken Menschen, wegen einfach kranken Menschen, einfach ein Leben wird ausgelöscht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich check es nicht, ne? Nach der Reise zu ihrer kleinen Hündin Macy zurückzukehren. Die Chance, all ihre Träume und Leidenschaften auszuleben, bleibt Natalie Holloway verwehrt. Ihr Fall ist auch ein Beispiel dafür, wie sehr der Verlust eines geliebten Menschen auch ihr Umfeld beeinflussen kann. Nicht nur Natalies Familie leidet bis heute. Ihre Freundinnen berichten, dass einige von ihnen Angst- und Zwangsstörungen entwickelt haben. Sie haben sich während ihrer College-Zeit nie getraut, sich mit Männern zu treffen und teilweise Suchtverhalten entwickelt, um das Verschwinden ihrer Freundin zu verarbeiten. Ihre Freundinnen Claire und Melly haben Briefe an Natalie verfasst, die sie an einem Strand begraben haben. Sie erzählen, es sei ihre Art gewesen, ihre Freundin zu beerdigen. Bis heute stehen sie eng mit Natalies Mutter Beth in Kontakt. Vielen, vielen Dank. Mellys Freundin sagt in einem Interview: Ich weiß, dass ich sie eines Tages wiedersehen werde. Das ganze Leben ist ein riesiges Wartezimmer. Krass. Und damit sind wir am Ende des traurigen Falls. Chat. Nein, keine Skillers mehr. Meine Kamera geht doch gar nicht, Bruder. Meine Kamera geht doch gar nicht. Chat, ich zieh durch, ich raide euch zu jemanden, okay? Lasst Liebe da
Und Chat, von meiner Seite vielen, vielen, vielen Dank für diesen motherfucking geilen Stream mal wieder. Es macht unglaublich viel Spaß, wirklich. Morgen gehen wir rein. Morgen, wir können auch vielleicht mal einmal nur einen True Crime Abend machen, wo wir nur darauf reagieren. Es hat trotzdem sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen uns. Morgen bin ich live, bestimmt gegen Abend rum. Und am Sonntag kommt Storytime mit Eli Jello und ein richtig geiles Gewinnspiel. Also folgt gerne bei Instagram rein. Da heiße ich Bilal Kamari. Sehr, sehr gerne reinfolgen, dann verpasst ihr nichts. Und ja, Mann, danke, Jungs. Liebe an euch, wirklich an jeden Einzelnen. Ich wünsche euch nur das Beste. Schlaft gut und dann sehen wir uns morgen, ja? Ich raid euch jetzt zu Joel, ist ein guter Freund von mir. Lasst Liebe bei ihm. Wird er sich freuen, ja? Kuss, kuss, kuss. Liebe geht raus. Lasst Liebe bei dem Mann. Der wird sich freuen, Chat. Ist ein guter Freund von mir.